Traditionell wurde die Weihnachtszeit in Polch mit dem Polcher Katharinenmarkt eröffnet. Die Werbegemeinschaft der Stadt hatte rund um die Pfarrkirche St. Stephan wieder ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Zahlreiche Besucher zogen durch die Straßen und nutzten an den über 120 Ständen die Gelegenheit zum Shoppen, Schlemmen oder um bei warmen Getränken ein Schwätzchen mit Freunden in angenehmer Atmosphäre zu halten. Neben einer großen Auswahl an Bekleidung, Textilien, Deko und Flohmarktartikel, Gesteckarrangements und Adventskränzen wurden auch viele Dinge für den häuslichen Gebrauch angeboten. Die Automobilinteressierten konnten sich bei der Autoshow eingehend über die neuesten Modelle informieren. Auf dem Hans-Baulig-Platz präsentierte sich die größte selbstfahrende Eisenbahn Europas. Hier konnten die kleinen Besucher ihre Runde mit der Dampflok drehen. Der Katharinenmarkt bot für jeden etwas an und so waren auch die Veranstalter mit dem Ablauf und den Besucherzahlen sehr zufrieden.